Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily, Shop News und Combo Masteries. Heute schauen wir uns mal die neuen Costume BGE Karten an. Ja, der Costume BGE ist jetzt aktiv. Aber bevor wir das machen, schauen wir doch erstmal in die Kommentare rein. Erster Kommentar von Canbrew 2308. Nice man, haha, weißt nicht, ob du mich noch kennst, aber ganz viel Liebe geht an dich raus, mit einem Herz. Also erstmal viel, viel Liebe an dich zurück. Danke, man. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt bei mir, gib mir mal einen Tipp. Ich weiß jetzt gerade, kann sein, dass das Ganze ein bisschen länger her ist. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr, sorry. Und so viele Leute schon bei uns in der Gilde gewesen. Oder in den Gilden. Gib mir einfach mal einen Tipp. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Kommentar. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach sagen können, klar, Mann, kenne ich dich noch. Ja, aber das wäre dann, ja, gelogen gewesen. So, und das mache ich nicht. Also, jetzt der nächste Kommentar von Old Man Snyder Kawaii. Oder Kawaii. Kawaii. Muss man das I, muss man dann ziehen. Kawaii ist japanisch und bedeutet süß. Ja, so sieht die Karte auch aus. Die Karte sieht auch wirklich süß aus. Also insofern würde das ganz gut passen, ne? Okay, ja, cool. Dank dir für den Hinweis. So, und dann sind wir auch schon jetzt hier bei den normalen, bei den Shop-Use angelangt. Mamas altmodische Geheimnisschatulle nach wie vor. Die Lila mit drin. Kennt ihr ja inzwischen meine Meinung dazu. So, Lila ist geil. Mamas Schatulle Schrott. Gefällt mir nicht. Und würde ich jetzt nicht versuchen, da rauszukommen. So, Mythic Peggy Pack. Nach wie vor drin. Hier mit Cupido, Bobby, Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und dem Hexenkostüm. Die alle ziemlich, ziemlich nice sind. Dann kommen wir zu den Karten. Dann haben wir hier, warte mal, war da eben gerade noch irgendwas gewesen, was ich übersehen habe? Naja, ganz normal, diese Box, die kommen wir, da können wir jetzt auch hier draufklicken, genau. So, da haben wir die Postal Borax Box. Ich habe euch ja gestern bereits vorgestellt, mit Postal Lois, Borax Kit, Buch der Zaubersprüche, Hexenkostüme. Da bin ich ja dann über diese Luan Platter Leggy gestoßen. Ja, die habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Dann haben wir hier, ja, da kommen wir schon eigentlich zu der Meisterschaft, wir machen jetzt Folgendes, wir gucken uns jetzt als allererstes mal an, was gibt's denn für neue Karten hier. Wir haben einmal hier, Fury Convention, ja. Fury Convention, Honey Mustache Stewie, passend zum neuen Costume BGE. Nurse Tina, die sieht auch so geil aus, ne? Oh mein Gott, hier Boy Witch Steve, übel, gab's, da ist diese Kawaii-Klaus-Karte, genau, die, was auf Japanisch wohl süßer Klaus dann bedeuten müsste. Goth Bullock, Sex Panticum, Sexy Lifeguard, das sind eigentlich die Karten, die ich euch gestern, das ist natürlich der Oberknüller, der Dr. Puppenstein, das ist der Oberhammer, die Kombo ist brutal, also das ist wirklich, ist heftig, Ghost Boomhauer, Hotties Luann, ja. Gehen wir mal weiter durch hier, dann haben wir den, hier ist der Hermes übrigens, da können wir uns mal jetzt die Kombos anschauen vom Hermes, Hermes Konrad, Female Hermes, ist da die erste Kombo, oh mein Gott, ist das gräuselig. Oh, okay. Also, heftig. Stufe 36 Bürokrat. Der Limbo-Meister. Ja, das sind die ganzen alten Kombos, die sind noch so schrottig.
betrunkener Hermes. Was haben wir da noch hier? Bürokratensong. Brustharpune. Die sind so schlecht, ne? Die sind so schlecht. Also ich glaube, der Hermes schlägt gerade jeden Rekord. Ich glaube, ich habe jetzt die aktuell schlechteste Leggy gefunden, die es im ganzen Spiel gibt. Also der Hermes schlägt alles. Er schlägt sie alle. The most, the worst Leggy of this game. Hermes Conrad, den hätten sie sich auch sparen können. Meine Güte, ist dieser legendäre Charakter schlecht. Also, das können wir mal ganz schnell wieder vergessen. Dann haben wir hier diese Hotties Salon Combo. Gut, die Luan habe ich euch gestern schon präsentiert. Shrimpy Shrimps. Sieht ja echt witzig aus, ne? Shrimpy Shrimps. Gut, da sind die ganzen. Oh. Evil Stepsister, die habe ich euch gestern schon gezeigt. Brian the Disguise, also die ganzen Kombos, die wir jetzt auch schon gesehen haben. Dann haben wir Shrimp Dress. Oh mein Gott. Erinnert mich so ein klein wenig an eine Lady Gaga, die sich damals mit Fleisch eingehüllt hat. Dann haben wir hier The Borax Kit. Ja. Und das sind so die Combo, beziehungsweise die Karten, die wir hier rausbekommen können. Dann schauen wir mal ganz kurz da oben rein hier in die Golden Turds. Gucken uns das nochmal an. Was gibt's hier aktuell? Buch der Zaubersprüche, Clown Bobby, Disco Bender, Cupido Bobby, Doink und den Dr. Bobbenstein. Ja, aber in der Form lohnt er sich noch nicht so wirklich, ne? Dr. Bobbenstein. Also da muss ich sagen, da ist tatsächlich die Combo extrem viel stärker, ne? Ja, natürlich mit der Mythic-Version, ne? Also ist klar. So, dann haben wir hier Einsatzleiter Chris. Equestronaut-Kostüm. Gute Nachtgeschichten. Oh, die würde ich jetzt auch gerne hören. Fury, wie hieß das Ding? Fury Convention, halber Hund Jean, Hasenkostüm, Hexenkostüm, Honigbart Stewie, Heavy Metal Haley, Hexer Steve, Hottis Bill, Hottis Luann, Jimmy Junior, Horse Kostüm, Hottis Salon, Pimp Peter, Postal Lois, Roger Sexy Shorts, Rogers Kleiderschrank, Sandwich, Ruby Zelda Steen, dann diese Shrimp-Karten, Shima, Spray on Army Fry, Stan mit der Gruselmaske, Stans Haunted House, Straßenräuber Bender, Summer Guy, oh mein Gott, oh mein Gott, der Summer Guy, oh je. Oh, was ist denn das? Oh, wow. Typische Elternbeschäftigung. Ach du Schande. Was? Typische Elternbeschäftigung. Beschäftigung? Sachen zusammenkleben für die Kinder. Ist das euer Ernst? Was ist denn das? Okay. Also, das sind jetzt hier so die Karten, die es da gibt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz hier rein in die Meisterschaft. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt heute schon das erste Mal richtig schön auf die Fratz geflogen. Hatte meine Decks noch nicht umgestellt und der Kostüm BGE ist brutal. Also um auf die Frage zurückzukommen, die Maxi Max mal gestellt hat, freust du dich auf den Kostüm Rumble? Oh, der wird hart. Der wird diesmal richtig, richtig hart. Also, wenn da einzelne Kombos erstmal an den Start kommen, dann hast du echt ein Problem. So, Gargoyle Hunter. Schauen wir uns mal den Gargoyle Hunter an. So, das ist dieser hier. Kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass ich den früher gerne auch gespielt habe, den Gargoyle
Hunter. Schon den Professor Farnsworth in der seltenen Version im Deck gehabt. Das ist unglaublich. Ja. Würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Und Professor Farnsworth hier in der Mythic-Version, den habe ich leider nicht. Also schauen wir mal, wir suchen jetzt mal hier. Gibt's nicht. Das gibt's ja nur in der Epic-Version. Das ist also das Beste, was bei rauskommen kann. Ja. Mit einer Mauer und Punch. Ich mir jetzt anschaue, was der Professor Farnsworth in der ursprünglichen Version schon kann, lohnt sich das nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Das können wir vergessen. Also das machen wir mal ganz schnell wieder weg, da das Ding. Denn, ups, was habe ich jetzt gemacht? Denn das lohnt sich nicht wirklich. Also, Combo, Recipe, Card. So, weg sind sie. Fort. Dann geht's weiter mit dem nächsten Combo. Das sind die Fast Cars. Und die Fast Cars sehen so aus. Da haben wir hier einen Professor Farnsworth wieder mal. Und diesmal mit Autokarten. Eben gerade waren es Flugkarten. Jetzt sind es Autokarten. Also Leute, also Congregate, arbeitet doch mal ein klein wenig an eurem Zufallsgenerator. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass die meiste Zeit in irgendeiner Form entweder Autokarten oder eben Flugkarten drankommen. Da freuen wir uns alle total. Da freuen wir uns total. Ja, wir können mal wieder Autokarten ins Deck packen. Wer macht denn das? Also ehrlich, das ist doch Schrott. Also gut. Aber ist mir egal, ist ja hier für die Gems. So. Insofern tut mir das jetzt nicht so weh, wenn ich das sehe. Auch hier wiederum, das, was da hinten rauskommt, ist schlechter als das, was vorne reingesteckt wird. Juhu! Dann packen wir den mal weg, ganz schnell, die Fast Cars, und vergessen wir die mal schnell. Dann kommen wir hier zu der nächsten Whiskey Bartender Combo. Ja. Ja. Dann haben wir hier den Klaus Heißler. Gucken wir mal die stärkste Version davon mit einer Mauer, mit Hijack und Bodyguard. Okay. Okay. Das ist halt eine defensive Karte für die Leute, die gerne defensive Decks spielen. Könnt euch ja diese Combo da holen. Ich will sie nicht. So, ja. Dann machen wir mal weiter. Ups. Jetzt kommen wir zur nächsten. Das ist Modest Painting. Und da habe ich immer noch den Klaus Heißler dran. Sorry. Modest Painting. Das wäre jetzt das hier. Ja. Was soll ich dazu sagen? Mit dem Bender gibt es normalerweise mega geile Kombos. Aber die zählt definitiv nicht dazu. Und es gibt ja auch nur eine einzige Epic-Version. Mit dem vitruvianischen Menschen und ja. Also, die Kombo ist auch nicht erwähnenswert. So. Und dann kommen wir zur letzten Combo für heute. Das ist Pool Shark. Und Pool Shark ist halt eine Combo, die tatsächlich wirklich nur Sinn macht für die ganzen Haley-Spieler, die Mythic Haley im Deck haben. Gucken wir mal. Ich suche mal nach einer geeigneten. Da haben wir hier mit Push-Ups Beispiel. Oh. Oh. Das ist wohl die stärkste Combo, die ich heute gesehen habe. Mit 20 Punch, 13 Hijack und 15-fach Bodyguard. Ja, hier 17, 11, 13. Wow. Hier kommt sogar eine Mythic-Version bei raus. Mit Flag Football, 21-fach Punch, 14-fach Hijack, 16-fach
Bodyguard 1879, das ist schon stark. Das ist wirklich stark. Okay. Hier nochmal mit The Stingers. Da mit Shuttlecock Ring. Vor allem, es gibt halt auch mega viele Optionen, ne, wie man die Kombos machen kann, wenn man sich das anschaut. Also, das sind schon echt viele Optionen. Pool Shark hier. Wieder mit Horse Camp beispielsweise, mit Softball Player Jerome. Dann hier mit Terrestrial Cycling. Das sind halt Dinger, die sind halt mega geil, ne? Alter, was ist denn? Die kenne ich noch gar nicht. Bazooka Sharks? Ich auch noch nicht gesehen. Bazooka Sharks. Millis Trampolin. Tom Landry Baseball Team. Okay. Die habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Gucken wir mal da rein. Was ist. Okay, da kommen die ganz normalen Kombos bei raus. Ah, das, was Coach Farnsworth. Gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay. Ja, also auf jeden Fall sehr interessant für diejenigen, die eine Mythic Haley haben, die sollten sich diese Combo holen, weil die ist echt geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Daily Shot News mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.